Hey Leute, hier ist Ledator und willkommen zum vierten Teil der Schachstrategie, Raumvorteil und Zentrumskontrolle. Ja, die Zentrumskontrolle ist meistens Grundvoraussetzung für den Raumvorteil, also beginnen wir erstmal damit, die Zentrumskontrolle zu verstehen. Die Zentrumskontrolle ist ein äußerst wichtiges strategisches Prinzip und viele andere strategische Prinzipien bauen auf der Zentrumskontrolle auf. So ist Zentrumskontrolle etwa oft Grundlage für einen durchbrechenden Angriff. Als Zentrum bezeichnen wir die vier Felder in der Mitte und die daran angrenzenden Felder. Die Bauernstruktur ist oft ausschlaggebend für die Zentrumskontrolle. Schauen wir uns nun zum Beispiel folgende Bauernstruktur an. Dann sehen wir, dass Weiß hier im Zentrum vorherrschend ist. Diese beiden Bauern hier beherrschen das Zentrum und Schwarz greift nur ein bisschen mit ein. Aber ansonsten beherrscht Weiß hauptsächlich das Zentrum und sollte in dieser Bauernstruktur, in dieser Stellung gegenüber Schwarz einen klaren Zentrumsvorteil besitzen. Diesen Zentrumsvorteil kann Weiß möglicherweise nutzen, um später mit beispielsweise diesem Bauer vorzurücken und dann einen Angriff zu starten oder mit diesem Bauer vorzurücken oder mit diesem Bauer das Zentrum noch zu verstärken oder mit diesem Bauer das Zentrum noch zu verstärken. Weiß hat hier also sehr viele Möglichkeiten, einen guten Angriff durchzuführen. Auch andere Figuren wie Springer und Läufer können das Zentrum kontrollieren. Beispielsweise, wenn wir einen schwarzfeldrigen Läufer hier auf dieser Position hätten, so kontrolliert dieser Läufer nun auch das Zentrum. Oder wenn wir einen schwarzen Springer auf dieser Position hätten, genauso gilt das natürlich für Weiß. Wenn Weiß hier einen Springer beispielsweise hätte, würde auch dieser Springer hier das Zentrum mit kontrollieren. Wir sehen also, dass die Leichtfiguren, Springer und Läufer und auch die anderen Figuren, wie auch beispielsweise die Türme, das Zentrum genauso kontrollieren können. Um Zentrumskontrolle zu verstehen, schauen wir uns nun die verschiedenen Arten von Zentren an. In diesem Beispiel würden wir von einem sogenannten dynamischen Zentrum sprechen, denn Weiß hat jederzeit die Möglichkeit, die Bauern nach vorne zu ziehen, genauso wie Schwarz, und es gibt keine blockierenden Bauern. Die Bauernstellung oder Struktur ist weitgehend ungeklärt. In einem dynamischen Zentrum greift man oft über die Flügel an, aber dieser Angriff ist sehr gut abzuwägen, denn Schwarz oder der jeweils andere Spieler hat oft die Möglichkeit, dann einen Konter am jeweils anderen Flügel oder im Zentrum durchzusetzen. Bei einem dynamischen Zentrum ist also ein Flügelangriff in manchen Fällen möglich, aber man sollte es gut erwägen, ob es auch wirklich sinnvoll ist. Denn solche dynamischen Zentren sind oft recht kompliziert zu berechnen. Kommen wir nun zur nächsten Art von Zentren, dem sogenannten geschlossenen Zentrum. Beim geschlossenen Zentrum haben wir Bauernketten, die sich im Zentrum blockieren. Ja, wir sehen hier ein Beispiel dafür. Diese Bauernstellung geht aus der französischen Eröffnung hervor. Aber allgemein immer, wenn wir blockierende Bauernketten in der Mitte haben, dann ist es in der Regel sinnvoll, einen Flügelangriff zu starten. Also beispielsweise hier den Bauern nach vorne zu ziehen und an diesem Flügel hier anzugreifen. Es ist also eine sehr gute und meist erfolgsversprechende Strategie, bei blockierenden Bauernketten, einem sogenannten geschlossenen Zentrum, am Flügel anzugreifen. Im Gegensatz zum dynamischen Zentrum, denn beim dynamischen Zentrum hatte ich zwar auch den Flügelangriff empfohlen, aber mit der Vorsicht, dass dieser nicht immer so erfolgreich sein muss. Bei geschlossenen Zentren ist es allerdings in der Regel recht erfolgsversprechend am Flügel anzugreifen und auch daher eine oft klare Durchbruchsstrategie. Auch hier hat der Gegenspieler meist oft nur die Möglichkeit, einen Konter am anderen Flügel anzusetzen, nicht im Zentrum, denn im Zentrum ist ja alles blockiert. Das heißt, wenn Weiß jetzt hier an diesem Flügel angreift, bleibt Schwarz eigentlich nur noch der Konter auf diesem Flügel. Das Verteidigen auf diesem Flügel ist für Schwarz oft nicht erfolgsversprechend und führt zum Verlust, denn Weiß kann Schwarz hier einfach mit seiner Bauernvormacht erdrücken, in der Regel.
Also das Einzige, was schwarz in der Regel in so einem Fall noch bleibt, ist einem anderen Flügel noch nach vorne zu marschieren und einen Konter am anderen Flügel zu starten. Kommen wir nun zur dritten Art von Zentren, dem sogenannten offenen Zentrum. Hier haben wir ein Beispiel dafür. Und ja, in so einem Fall ist es sinnvoll, mit den anderen Figuren, nicht mit den Bauern, diese offenen Felder zu beherrschen, beispielsweise mit den Türmen, und mit den restlichen Figuren einen Angriff zu starten oder mit den Springern oder den Läufern, aber nicht einen Bauernangriff zu starten, denn dieser ist meistens in so einem Fall wirkungslos. Kommen wir nun zur vierten Art von Zentren, dem sogenannten beweglichen Zentrum. Beim beweglichen Zentrum haben wir nicht festgelegte Bauern innerhalb des Zentrums. Ein Beispiel für ein solches Zentrum ist die Aljechin-Verteidigung, die wir hier sehen. Da haben wir folgende Bauernstruktur und die Strategie in so einem Fall ist recht simpel, und zwar den Gegner einzuengen, die Bauern also immer weiter nach vorne marschieren zu lassen und dem Gegner so immer weniger Raum zur Verfügung zu stellen. Und daraus kann man dann oft auch einen sehr starken Angriff entwickeln. Kommen wir nun zur letzten Art von Zentren, dem sogenannten statischen Zentrum. Beim statischen Zentrum haben wir sich blockierende Bauern im Zentrum, wie wir es hier beispielsweise sehen. Und in so einem Fall sollte man in der Regel versuchen, über das Zentrum einen Königsangriff zu starten. Dabei kann man sich aber meistens beliebig viel Zeit lassen, denn in einem statischen Zentrum verändert sich nicht viel. Die Bauernstruktur bleibt in der Regel gleich, die Bauern blockieren sich ja, und man hat oft beliebig viel Zeit, um die Figuren zu manövrieren und beispielsweise auf eine andere Position zu stellen und sie auf die optimale mögliche Position zu stellen und von da aus einen Königsangriff zu starten. Also in so einem Fall sollte man sich in der Regel Zeit lassen und sich gut überlegen, wie man die Figuren umstrukturiert, um einen guten Königsangriff starten zu können, der in der Regel über das Zentrum verläuft. Ja, nun hätten wir die Theorie zur Zentrumskontrolle abgeschlossen und zum Raumverteil bleibt noch zu sagen, dass der Raumverteil sehr eng mit der Zentrumskontrolle zusammenhängt, denn wenn man das Zentrum kontrolliert, hat man in der Regel auch einen Raumverteil inne und daraus leiten sich vergleichbare Vorteile wie bei der Zentrumskontrolle ab, die man auch auf analoge Weise umsetzen kann. Ja, um das jetzt mal in der Praxis zu sehen, schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum ersten Beispiel. In dieser Stellung ist Weiß am Zug und wenn wir uns die Stellung ansehen, so bemerken wir, dass ein sogenanntes bewegliches Zentrum vorliegt, denn wir haben mehrere nicht festgelegte Bauern im Zentrum. Es werden auch bald noch mehr werden. Und wie wir aus der Theorie wissen, ist es sinnvoll, bei einem beweglichen Zentrum die Einengung des Gegners zu maximieren. Diese beiden Bauern hier engen den Gegner schon ein bisschen ein. Und das sollten wir versuchen, noch weiter auszubauen. Ja, was ist hier wohl der richtige Zug? Man muss dazu noch sagen, dass der letzte Zug von Schwarz dieser Springerzug hier war und der war natürlich ein Fehler. Sinnvoller wäre es gewesen, auf die Einengung oder diese Übermacht im Zentrum von Weiß zu reagieren und dagegen zu spielen, beispielsweise mit D6. Aber Schwarz hat das offensichtlich nicht bemerkt oder sogar ignoriert und muss das jetzt relativ bitter bereuen. Und ja, schaut euch die Stellung an. Was kann Weiß machen, um hier die Einengung zu maximieren? Ja, der richtige Zug ist natürlich Bauer nach C4. Nun engt Weiß die schwarzen Figuren weiter ein und die schwarze Stellung wird immer begrenzter und Schwarz muss jetzt schon, um nicht sofort Material zu verlieren, seinen Springer nach B6 ziehen und gerät zunehmend weiter unter Druck, denn Weiß kann nun weiter im Zentrum nach vorne marschieren und weiter einengen mit D5 und Schwarz nimmt nun hier diesen Bauern. Weiß spielt diesen Bauern
Auf der C-Reihe wird er nach vorne und Schwarz muss seinen Springer opfern. Ja, der schwarze Springer hat kein Feld mehr, auf dem er nicht geschlagen worden würde. Unter anderem durch den Fehler, dass er nicht früher D6 gespielt hat, denn sonst hätte der Springer jetzt noch ein Rückzugsfeld. Aber so bleibt es ihm nur noch übrig, sich hier zu opfern. Und ja, Weiß nimmt natürlich zurück, hat jetzt eine Bauerneinheit mehr. Und ja, die Partie könnte folgendermaßen weitergehen. Könnte hier den Bauern nach vorne spielen. Weiß schlägt diesen Bauern, Schwarz schlägt den Bauern zurück. Weiß entwickelt den Springer. Und ja, es wird einfach Material abgetauscht und letztendlich bleibt Weiß eine Bauerneinheit mehr und Weiß ist in einer gewinnenden Position und ja, sollte die Partie von hier aus solide gewinnen. Ja, also Schwarz hat hier durch seinen Fehler am Anfang der zu frühen Springerentwicklung, ohne das Zentrum zu beachten und ohne im Zentrum gegenzusteuern, eine Verluststellung erreicht. Ja, hat die Partie eigentlich schon von da an im Prinzip verloren gehabt, sofern Weiß korrekt weiterspielt. Ja, und Weiß hat dann mit C4 schon die Gewinnstellung auf dem Brett, ja. Und kann das hier ganz locker zu einem Gewinn umwandeln. So, und kommen wir zum zweiten Beispiel. In dieser Partie wurde die französische Eröffnung gespielt und Weiß entscheidet sich für die Abtauschvariante und schlägt hier Schwarz nimmt zurück. Und wir sehen schon jetzt, dass diese Linie sich hier öffnet. Und ja, ihr könnt wahrscheinlich schon erahnen, auf welche Art von Zentrum ich hinaus möchte jetzt. Und zwar auf das sogenannte offene Zentrum. Ja, Weiß entwickelt sich weiter. Schwarz entwickelt sich auch weiter, versucht den Läufer auf diese Diagonale zu bringen. Weiß entwickelt seinen Läufer. Schwarz entwickelt seinen Läufer, Weiß rochiert und er hat schon den Plan damit, den Turm hier auf diese Reihe zu bringen. Und das ist genau das Richtige, wie wir wissen aus der Theorie. Ja, wir sollen, wenn wir ein offenes Zentrum vorliegen haben, versuchen, diese offene Linie mit unseren Figuren zu beherrschen. Also mit Springer oder Turm oder Läufer. In diesem Fall bietet sich natürlich der Turm an. Und ja. Das ist der Plan von Weiß. Schwarz entwickelt hier einfach den Springer, was auf den ersten Blick ja akzeptabel aussieht, aber letztlich ein strategischer Fehler ist, denn Schwarz geht gar nicht darauf ein, dass Weiß jetzt diese offene Linie für sich einnehmen kann. Und das ist ein deutlicher Vorteil für Weiß. Und jetzt von jetzt an hat auch hier wieder Weiß die Gewinnstellung schon auf dem Brett. Es ist nicht so eindeutig zu spielen, also es ist jetzt nicht so, dass Weiß hier gleich irgendwie eine Bauerneinheit mehr bekommt oder so, aber er hat einfach das viel leichtere Spiel aus dieser Position heraus und Schwarz steht die ganze Zeit unter Druck und muss hier gut dagegen halten, aber es sollte eine bereits verlorene Position sein für Schwarz bei korrektem Spiel. Ja, Schwarz könnte ja beispielsweise den Springer dazwischen spielen. Weiß entwickelt seinen Läufer, übt den Druck hier auf diesen schwachen Punkt aus, auf diesen gefesselten Springer. Ja, Schwarz kann hier den Bauern dazwischen spielen, aber im Prinzip ändert sich nicht mehr arg viel. Weiß hat seinen Läufer hier auf einer sehr guten Diagonale positionieren können. Schwarz kann den Springer hier noch zurückspielen, um ihn dann hier vielleicht auf dieses Feld positionieren zu können. Weiß entwickelt sich einfach weiter. Ja, muss jetzt hier schon auf den Bauern ein bisschen aufpassen. Und da vor allem aufpassen, dass nicht der Springer von Weiß hier an den Rand kann und dann hier ins Zentrum hüpfen. Also kurz gesagt, man sieht schon, Schwarz ist absolut in der verteidigenden Position. Ja, er muss jetzt hier schon richtig aufpassen. Und diese offene Turmlinie hier ist sehr unangenehm für Schwarz. Und Schwarz wird Probleme haben zu rochieren möglicherweise und muss immer sehr vorsichtig und bedacht spielen. Aber grundsätzlich ist Schwarz hier schon in einer Verluststellung. Und für Weiß, wenn Weiß hier korrekt weiterspielt, dann sollte Weiß diese Partie von hier aus auch gewinnen. Ja, und das nur wegen diesem Feldzug, diesem Springerfeldzug, ja. Nur weil Schwarz hier nicht beachtet hat, dass Weiß jetzt sofort die Linie einnehmen kann.
Viel sinnvoller wäre es gewesen für Schwarz, selbst diese Linie genauso einzunehmen, beispielsweise den Läufer auf eine andere Position, erst gar nicht den Läufer unbedingt über die Flanke zu entwickeln, was grundsätzlich noch kein Fehler war. Aber wenn er das schon macht, dann wirklich schnell versuchen, den Turm auch auf diese Linie zu bringen. Wobei, so wäre es sogar auch schon zu langsam. Also am besten vielleicht gar nicht den Läufer auf diese Flanke zu entwickeln, wenn man schon mag, dass Weiß hier versucht, möglichst schnell zu rochieren und den Turm hier rüber zu bringen, dann sollte Schwarz darauf am besten reagieren. Schwarz kann jetzt hier den Springer entwickeln. Und ja, was Weiß jetzt spielt, ob er jetzt den Läufer hierhin entwickelt oder ob er den Läufer hierhin entwickelt. Wenn Schwarz genauso seinen Läufer schnell entwickelt und jetzt auch im nächsten Zug rochieren kann, ist er schnell genug, um danach genauso die Linie einzunehmen. Ja? Also wenn man korrekt wieder spielt, Schwarz rochiert hier natürlich auch. Wenn nun Weiß jetzt hier auf diese Turmlinie, also auf diese offene Linie mit dem Turm geht, ist das nicht allzu tragisch, denn Schwarz kann genauso auf diese Linie mit seinem Turm gehen. Und dann passiert eigentlich viel, wenn die Türme jetzt beispielsweise abgetauscht worden, dann ist das von hier aus, sollte das eine absolut ausgeglichene Stellung sein. Ja, so hätte Schwarz das verhindern können, aber stattdessen hat er leider diesen Feldzug gemacht mit dem Springer hier vor die Dame. Und ja, jetzt hatten wir ein Beispiel für ein offenes Zentrum und haben nun gesehen, wie wir uns da in der Praxis verhalten sollten. Ja, und dann kommen wir zum dritten Beispiel. Dieses Mal ein Beispiel, das sich aus der Karo-Kann-Eröffnung entwickelt. Ja, Schwarz spielt C6, nachdem Weiß E4 gezogen hat. Und Weiß versucht, das Zentrum zu kontrollieren mit D4. Schwarz spielt dagegen. Und Weiß entscheidet sich hier, mit dem Bauern 1 nach vorne zu ziehen. Und wir haben nun hier ein sogenanntes geschlossenes Zentrum. Und wie wir bereits wissen, bei einem geschlossenen Zentrum hatte ich euch als Tipp gegeben, dass man an einem Flügel angreifen soll. Dazu kommt es jetzt auch demnächst nach ein paar Zügen. Schwarz spielt hier E6 und verfestigt die Stellung. Und es ist jetzt noch klarer ein geschlossenes Zentrum. Ja, Weiß entwickelt seinen Springer. So. Und jetzt ist schon der erste Zug, der strategisch gesehen ein bisschen seltsam ist. Es ist noch kein grober Fehler, aber ich verstehe die Strategie hinter diesem Zug noch nicht wirklich. Schwarz gibt jetzt hier einfach Schach und hilft Weiß jetzt hier, sich zu entwickeln. Schwarz muss sich damit zurückziehen und genau jetzt kann Weiß diesen Flügelangriff durchführen. Und das macht er natürlich mit welchem Zug? Schaut es euch mal kurz an. Ja, also die Lösung ist auch hier wieder C4. Jetzt greift Weiß am Damenflügel an und versucht mit diesem Flügelangriff durchzubrechen. Und das schafft er auch relativ erfolgreich. Es ist jetzt noch nicht ein ganz klarer Gewinnweg von hier aus, aber Weiß hat hier schon eine deutlich vorteilhafte Stellung, wahrscheinlich sogar eine Gewinnstellung auf dem Brett. Ja, nach C4 könnte jetzt Schwarz seinen Springer entwickeln. Weiß entwickelt seinen Springer und geht ein bisschen hier auf diesen Punkt los. Schwarz spielt H6, weil er verhindern möchte, dass vielleicht Springer oder Läufer hier nach vorne kommen. Weiß entwickelt seinen Läufer. Schwarz schlägt diesen Bauern raus. Ja, also die Züge, die Schwarz jetzt gespielt hat, danach waren schon in Ordnung. Der Fehler lag eben schon davor in diesem Damenzug und dann die Dame zurückzuspielen und so. Das war alles nicht so toll. Jetzt hatte Weiß genügend Zeit, um diesen Flügelangriff durchzuführen. Und ja, die Partie könnte jetzt folgendermaßen weitergehen, dass Schwarz seinen Springer hier weiter nach vorne spielt, Weiß rochiert, Schwarz nimmt den Springer raus, Weiß nimmt den schwarzen Springer raus. Schwarz macht irgendeinen Zug, zum Beispiel den Springer zu entwickeln, und Weiß kann jetzt wieder den Angriff noch weiter fortführen am Damenflügel, in dem Fall jetzt beispielsweise mit A4. Und wenn man sich dieses Stellungsbild ansieht, dann merkt man schon, wie
wie angenehm Weiß eigentlich steht, ja. Weiß hat hier ein Läuferpaar, die hier sehr gut, das hier sehr gut steht. Und die Bauern kontrollieren das Zentrum zusammen mit dem Springer. Und ja, für Weiß ist hier aus dieser Stellung sehr angenehm weiterzuspielen. Weiß hat jetzt keine Bauerneinheit mehr, aber sollte aus dieser Stellung mit klarem Vorteil hervorgehen. Ja, und der eigentliche Fehler war, wie gesagt, dieser Damenzug und danach eben dieser Damenzug zurück war auch nicht so gut, aber wichtig war dahinter dieses strategische Motiv, ja, und Schwarz hat das missachtet und hat nicht beachtet, dass Weiß sowieso vorhat, hier an diesem Flügel anzugreifen. Ja, viel sinnvoller als dieser Damenzug wäre gewesen, selbst an diesem Flügel nach vorne zu marschieren oder das nach vorne marschieren auf andere Art und Weise zu verhindern oder ein bisschen herauszuzögern, beispielsweise über diesen Springerzug. Wäre alles noch besser gewesen als dieser Damenzug. Das ist ein strategischer Fehler. Und ja, dadurch konnte Weiß hier seinen Flügelangriff verwirklichen und ja, letztlich wohl in eine Gewinnstellung ummünzen. Ja, das war Schachstrategie 4. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.